herzlich willkommen, Irene. Das ist nochmal die Fortsetzung jetzt zu unserem Video, was unterbrochen wurde, weil die Speicherkarte voll war. Machen wir weiter jetzt. Und ich hatte zuletzt ja wiederholt deine wunderschönen Erfahrungen, deine kosmischen Erfahrungen. Das heißt, du hast schon ganz schön kosmisches Bewusstsein, was sich durch, was du ausgedrückt hast, dass dadurch, dass du ganz tiefe Stille erfährst und gleichzeitig Energie verspürst und dass du, dass unser Nervensystem kann das, das kann beides gleichzeitig, wenn es genügend gereinigt ist. Nicht, daran kann man sehen, nicht, dass du schon ein ganz gutes, reines Nervensystem haben musst, um diese Erfahrung machen zu können. Normalerweise erfährt das Nervensystem immer nur eins, entweder Stille oder Aktivität. Und deshalb war ja auch die Frage, so, und die hast du, ohne jetzt auf die Frage einzugehen, hast du das eigentlich, bist du darüber weggegangen, über die Frage, da war es, geht es darum, hattest du Stille oder Energie? Und du sagtest, beides, ich hatte beides. Und das hat mir gezeigt, sofort gezeigt, du bist über die Frage schon hinaus, dass du dieses beides drückt für mich aus, dass du in diesem kosmischen Bewusstsein schon bist. Nicht, auch wenn es nur kurz ist, das können wir durchaus immer mal wieder haben, auch wenn wir noch Stress und Verspannung haben. Wir können da so reinrutschen und mit der Zeit stabilisiert sich dieses Bewusstsein, dieses kosmische Bewusstsein, dass wir beides erfahren, Stille und Aktivität. Und dann passiert es, und das ist schon auch nochmal ein Grad mehr, wo du erfährst, dass du der Beobachter bist, dass du gar nicht mehr der Handelnde bist, du bist nur der Beobachter. Das heißt, die Stille, die reine Stille ist der Zeuge von den Objekten deiner Wahrnehmung. Das ist die Beobachterrolle. Du selbst, und da kannst du, würde ich auch empfehlen, die Gita von Maharishi Mahesh zu lesen, der beschreibt das in seinem Kommentar sehr schön und ausführlich, was in den Versen nur ganz kurz dargestellt sind. Die sind in Sanskrit, das heißt also in absoluter reiner Sprache, Sanskrit, wo Name und Form übereinstimmen. Und da wird so ausgedrückt, nicht so, sei ohne die drei Gunas. Das heißt, Gunas heißt so die Naturgesetze. Und das erlebst du schon so ein bisschen, dass du erfährst, dass du nicht der Handelnde bist. Der Beobachter ist ja nicht der Handelnde. Und da wird das Ganze, sage ich dir, in der Bhagavad Gita, die ersten, also eigentlich alle Kapitel, geht es eigentlich darum, zu erkennen, dass du nicht der Handelnde bist. Nicht? Also in den ersten 6 Kapiteln der Bhagavad Gita, kannst du nachlesen, nicht? Überall ist sie beschrieben, nicht? Wie das sich ausdrückt, das Nicht-Handeln. Und das hast du jetzt so auf ganz wunderbare Art und Weise schon in einem Satz gesagt hier, so dass du nicht der Handelnde bist. Ja, also das ist das kosmische Bewusstsein, was sich bei dir jetzt ganz gut zeigt. Und das ist dann so, nochmal um es so gut zu verstehen, im kosmischen Bewusstsein ist das nachher, wenn das mehr stabil ist und es entwickelt sich nicht, du wirst nachher immer mehr beobachten, dass du mehr der Beobachter bist und weniger der Handelnde. Das einfach vermischt sich das so beides, so mal ein bisschen mehr Beobachtung und dann wieder ein bisschen mehr Handlung, so wo du dich ein bisschen mehr identifizierst mit den Handlungen und dann lässt das wieder ein bisschen nach und dann bist du wieder mehr der Beobachter. Und wenn du dich jetzt gar nicht mehr identifizierst mit deinen Handlungen, dann bist du nur noch der Beobachter deiner Handlungen. Aber das ist auch noch eine, so eine Zwischenstufe, ist noch nicht jetzt so das allerhöchste Bewusstsein. Aber das ist die Voraussetzung, dieses Bewusstsein, was du da jetzt beschreibst, das ist die Voraussetzung dafür, dass du überhaupt in ein höheres Bewusstsein kommen kannst. Wir können nicht die Schritte überspringen. Wir können nicht sagen, nee, ich entwickle die Erleuchtung jetzt mal so, ohne zu transzendieren. Kann man vergessen, deshalb beobachte, sage ich jeden nicht, also ich sehe nicht, dass du transzendierst, nicht? Ich sehe nur, dass du im Kopf bist und das schön beschreiben kannst und philosophieren kannst, aber transzendieren ist eine völlig andere Geschichte, als jetzt zu denken über und zu sprechen über das höhere Bewusstsein. Die Erfahrung, die du jetzt machst, liebe Irene,
Darauf kommt es an. Darauf, dass wir es erfahren, nicht drüber sprechen und sprechen, sprechen. Das können wir immer machen so, und nie aufhören. Und es gibt Philosophen, die philosophieren ein ganzes Leben, aber sind nicht erwacht, sind nicht erleuchtet, nicht? Weil Philosophieren läuft hier oben ab, nicht? Aber eigentlich ein wirklich guter Philosoph kann eigentlich gar nicht richtig philosophieren. Das ist immer nur das, was er übernommen hat. Es geht, wenn du philosophierst, geht es darum, dass du das bist, über das du philosophierst. Sonst ist das eigentlich Zeitvergeudung. Weil die Worte müssen beim Philosophieren, sag ich mal, müssen, sollen aus der Stille des Seins kommen. Und solange du noch der Denker bist und so herumphilosophierst und denkst und denkst und denkst und ist vielleicht manchmal ganz logisch, aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit kann sich erst dann durch dein Nervensystem, durch dein Bewusstsein, durch deine Wahrnehmung ausdrücken, in Erscheinung treten, wenn du permanent, sagen wir jetzt permanent auch nicht, damit es immer die Wahrheit bleibt, permanent in diesem reinen Bewusstsein gegründet bist. Und dann bist du nicht mehr der Sprecher, du bist nicht mehr der Handelnde, alles geschieht automatisch, ohne dich, ohne diesen Denker, also nicht, ohne Ego und so, geschieht aus der Stille des Seins automatisch, ganz natürlich. Da gibt es keine Planung, da kann Zeit irgendwie oder gesetzte Zeiten ablaufen, aber das ist nicht so durch Denken so geplant, das geschieht einfach nicht. Weil die Vergangenheit, die Zukunft, all das, was der Denker so hat, so, oh, jetzt muss ich das machen, das kann auch sein, wenn du im kosmischen Bewusstsein bist, nicht? Aber du bist immer frei davon. Guck mal, jetzt die Speicherkarte war gerade voll, nicht? Berührt mich nicht. Denn dann meinte er, oh, der Film, wie kann ich den Film das noch zu Ende machen? So, ich war doch gerade so schön im Fluss und so. Nein, das, wenn du in die Stille bist, das berührt dich nicht. Die Dinge passieren nicht. Speicherkarte voll. Ja, was machst du? Holst du neue. Kein Drama. Nicht, eine Oma wird auf der Straße vom Auto überfahren. Leute, Drama, so, alles so. Du gehst hin und hebst sie auf. Oder rufst einen Krankenwagen an und gibst ihre Hand und dann nimmst sie in die Arme. Es geschieht einfach aus der Stille des Seins. Ohne Dramen, ohne Widerstand, ohne Geschichte, nicht? Weißt du, Geschichte. Wir machen aus allen Geschichten nicht. Und das fällt jetzt, und das kannst du auch sehen, jetzt auch, und deshalb ist das so toll mit der transzendentalen Meditation. Du merkst, nicht von heute auf morgen, nicht? Es geht immer jetzt so, nicht? Immer schön eintauchen, aktiv sein. Aktiv ist auch wieder wichtig, um das reine Bewusstsein zu stabilisieren. Nicht so durch die Aktivität, nicht? Unser Nervensystem erfährt tiefe Ruhe durch die transzendentale Meditation jetzt. Und jetzt sind wir aktiv. Dadurch wird diese Ruhe in die Aktivität gebracht und dadurch wird sie stabilisiert. Und das machen wir ständig so. Und dadurch geht uns die Ruhe mit der Zeit nicht mehr verloren. Und wenn wir die Ruhe jetzt permanent haben, dann sprechen wir davon, dass das das kosmische Bewusstsein ist. Wir haben jetzt gehört von zwei Bewusstseinszuständen. Dieses reine Bewusstsein ist der reine Geist, der nicht belagert ist durch Gedanken, durch Vergangenheit, durch Vorstellung, durch die Zeit. Nein, der reine Geist ist in sich selbst völlig frei und braucht nichts. Und dieser reine Geist, das heißt die reine Transzendenz, unser reiner Geist, das ist nicht irgendwo etwas außerhalb, wenn ich auch sage Transzendenz, finde manchmal auch, habe ich auch gemacht, so nicht als das absolute betrachtet. Das sage ich jetzt nicht. Der reine Geist ist unser Geist, den wir erfahren als den Denker, denn als den Nichtdenker, als die Transzendenz, als die Stille, aus dem alles hervorkommt. Der reine Geist ist die Memory von allen Informationen, die sich in der Schöpfung, wie die Schöpfung jetzt entsteht, so, oder unsere Gedanken entstehen, die sich darin ausdrücken. Nicht?
Und uns geht es jetzt darum, diesen reinen Geist zu erfahren. Wenn wir alle Gedanken transzendieren, erfahren wir den reinen Geist. Keine Gedanken, keine Zeit, kein Raum. Und dieser reine Geist wird jetzt mit der Zeit nicht stabilisiert. Das ist so wie mit einem Tuch. Wir nehmen ein Tuch, ein weißes Tuch, tun das in die gelbe Farbe und legen es in die Sonne. Was passiert? Es wird wieder heller, nicht das Tuch, weil die Farbe ausbleibt. Wir tauchen in die Transzendenz, sind voll mit Transzendenz, mit voller Stille, gehen in die Aktivität und dann wird dies wieder ausgebleicht. Nicht? Zuerst sind wir so in der Stille, oh, wir können die Welt umarmen, wir sind glücklich und Liebe und so, alles toll, ganz wunderbar, ist real. Und dann merken wir, boah, das wird wieder weniger, 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 weniger. Und dann müssen wir wieder meditieren, nicht? Meditieren, damit die Farbe aus dem Tuch, dass dieses reine Bewusstsein, die Stille uns nicht mehr verloren geht. Und wenn das immer ist, wie ich sagte auf dem vorhergehenden Video, wenn wir sprechen, wenn wir denken, wenn wir fühlen, wenn wir schlafen, wenn wir träumen, immer ist das Bewusstsein mit uns. Weil das reine Bewusstsein, wo nichts ist, ist immer da. Sonst könnte das, was ist, nicht so die Gedanken, die Formen, nicht die Schmerzen, die Sterne, die Planeten, alles könnte gar nicht existieren, wenn das nicht da wäre, das reine Bewusstsein, die reine Stille, das die Transzendenz. Und das ist gut, das zu verstehen, weil sonst, wenn wir es nicht verstehen, sind wir immer wieder in dieser Maschine rein, denken, 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 nicht so. Wenn wir es nicht verstehen. Wenn wir es verstehen, aber wir können es erst nur wirklich verstehen, wenn wir aus dem Denken herausgekommen sind, transzendiert haben. Was willst du sonst verstehen? Wenn du sonst denkst, 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 dann verstehst du gar nichts, nicht? Weil du hast ja nicht die Erfahrung von dem, woher das alles kommt. Du bist immer in der Unwahrheit, immer lügen, 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 von morgens bis abends. Ich sage das immer so krass, nicht? Will das Ego nicht hören. Aber Lüge heißt im Grunde genommen, wenn es die Veränderung, nicht? Denken, Denken ist immer Veränderung, immer in der Zeit, immer im Raum. Und das alles aus der Sicht der Stille, aus der reinen Stille deines Geistes, sind das alles nur Erscheinungen. Und Erscheinungen sind nicht die Wahrheit. Das sind, krass gesagt, Lügen. Ich kann natürlich sagen, es sind Erscheinungen, kann ich natürlich auch so sagen. Nicht? Aber manchmal braucht man auch was Härteres, um wirklich zu verstehen, dass alles nicht die eigentliche Realität ist. Die eigentliche Realität sind nicht unsere Gedanken, sind nicht unsere Gefühle. Wir können noch so feine Gefühle haben, oh, nur so ein bisschen, und das ist die Wahrheit. Nein, kein Gefühl ist wirklich die Wahrheit. Selbst dann, wenn ein Erleuchter, der sagt, oh, ich habe dieses göttliche Gefühl, nicht? Das Gefühl kommt auch und geht, nicht? Auch beim Erleuchten, es kommt und geht. Aber beim Erleuchten drückt sich die Wahrheit durch das Gefühl am allerbesten und stärksten jetzt aus. Aber es ist nicht 100% die Wahrheit, es ist vielleicht 99% die Wahrheit, aber noch nicht 100%. 100% geht nicht, weil dann wäre kein Gefühl da. Wenn 100% reines Bewusstsein da ist, dann ist kein Gefühl. Wenn 99% reines Bewusstsein da ist, jetzt so in der Erscheinung, dann hat sie das Gefühl da, dann fangen die Gedanken an, so nicht, und das Leben, so, oh, ich bin so blissvoll, so göttlich und so. Der Ich-Gedanke kommt ein bisschen rein und so nicht. Aber in dem reinen Bewusstsein, absolut 100%, da ist nichts, da kann nichts kommen, gar nichts. Nicht. Ist das ein bisschen klar? Ist es dann das Wissen? Wie? Ist es dann das Wissen? Also ja, das ist das absolut reine Wissen. Ganz schön. Ja, das ist das reine Wissen. Möchtest du noch was dazu sagen? Hast du mal so. Ja, aber. Klare Erfahrung dazu, ja? Genau, aber das ist schon ein paar Jahre her. Mach nichts, kannst ruhig sagen. Da ging es um meine Tochter. Bisschen lauter, ja? Da ging es um meine Tochter und da saß ich auch und da kamen auch Schreckmomente und auch Illusionen, wie du jetzt beschrieben hast, also diese Lügengeschichten. Ja. Über eine Krankheit, über meine Tochter. Ja. Und dann saß ich da und ich habe gewartet, bis ein Wissen kommt, dass sie gesund ist. Ja. Und dieses Wissen kam, also es war ein reines Bewusstsein, es war auf der sichtbaren Welt nicht zu erkennen. Ja. Aber mir war dieses Wissen da und es konnte alles hier ablaufen, wie es ablaufen wollen würde, aber es war ein Wissen da. Ach, ganz schön. Und dieses reine Bewusstsein, wovon wir
Ja. Also wenn du jetzt mir das erklärst, kommen diese Erfahrungen jetzt hoch, Ach, ne? ganz Und schön. Ja. ja. Ach, ganz schön. Das ist dann kein Gefühl, weil ein Gefühl, wie Nee. du gesagt hast, kann kommen, gehen, das kann so, Ja. ne? Ja. Aber das ist ein reines Wissen, Ja, sozusagen. das ist ganz schön. Ganz schön. Das reine Wissen nimmt immer Form an, nicht so? Und je nachdem, wie bewusst wir jetzt sind, nicht, davon hängt eigentlich die Reinheit der Form ab. Oh, habe ich nicht gesagt. Kommt mir gerade. Habe ich noch nie gesagt so. Ja, ganz schön. Also denk nochmal drüber nach. Von unserem Bewusstsein, das geht ja nun mit unserem Bewusstsein, dass wir die Formen, die aus der Stille kommen, erkennen. Und wenn wir nicht bewusst sind, was willst du denn groß wahrnehmen? Wenn du im Schlafbewusstsein bist, ist auch Bewusstsein, nicht? Aber da fallen alle Formen weg, weil du so im Tamas bist, so in dieser Unbewusstheit bist, da kennst du keine Form. Und wenn du jetzt aber wacher bist, bewusster bist, dann merkst du, deine Wahrnehmung ist jetzt auch viel größer und dann nimmst du ganz automatisch mehr wahr. Und wenn das Bewusstsein jetzt, deine Bewusstheit jetzt ganz rein ist, das heißt, dass alle Stress und Verspannung schön gelöst und so nicht, und dann fährst permanent jetzt die Stille, da bist du ja völlig bewusst. Und dann ist dieses Gefühl, was da kommt, was du gerade beschrieben hast, nicht, das ist so bewusst, dass du eigentlich keinen Unterschied mehr machst. So nicht. Im Einheitsbewusstsein ist es am stärksten noch nicht. Da sprechen wir gleich noch drüber. Da habe ich auch einen Chart darüber. Irgendwo habe ich das schon. Hier. Irgendwo. Naja, gut, ich komme gleich nochmal. Irgendwo. Wo das so war mit dem Wachbewusstsein. Aha, ach hier. Das ist also ganz schön. Auch so dieses hier. Das passt jetzt auch ganz gut. Das ist jetzt nochmal weiter. Das werde ich nochmal erklären. Wie das ist ein Traumbewusstsein, nicht? Zum Beispiel, du siehst hier eine Rose, hier, eine Rose hier, sehr deutlich und klar, nicht? Und jetzt wird dein Bewusstsein weniger, du gehst so, du liegst auf dem Sofa, und Bewusstsein nimmt ab und so, und du fängst an zu träumen, und dann hast du hier im Traumbewusstsein auch die Rose hier, aber abgespeckt, nicht? Also die, oh, entschuldige. Ja, jetzt siehst du von der Rose nur noch ein Teil so nicht oder schwach so nicht, ein schwaches Bild. Du hast vorher die Rose gesehen im Tagesbewusstsein und jetzt bist du im Traumbewusstsein, dann merkst du, deine Wahrnehmung geht runter, du bist schläfriger, da kommt Stress und Verspannung vielleicht und irgendwas so nicht und die Rose erscheint in deinem Bewusstsein, aber sie ist nicht mehr so strahlend und so groß und so schön wie im Traumbewusstsein, nicht? Also im Traumbewusstsein ist sie abgespeckt, das heißt also, das, was hier ganz konkret ist, das ist so traumhaft so, nicht? Und das, so ist das. Und guck mal, wenn du jetzt dieses siehst hier, nachher, das ist in der Einheit, nicht? Das sage ich jetzt gleich nochmal, was das Einheitsbewusstsein ist, nicht? Wenn du in dem Einheitsbewusstsein bist, da siehst du gar keinen Unterschied. Ob du träumst oder schläfst oder so, das Einheitsbewusstsein ist das Ein, es bleibt gleich, nicht? Guck mal, du siehst hier die Rose, hast du so vorher gesehen, siehst hier die Rose. Und die Rose, die ist immer die Rose in der Form, egal in welchem Bewusstsein du bist, im Einheitsbewusstsein, die bleibt immer in der gleichen Form. Die verändert sich nicht. Deshalb, das ist die Wahrheit. Deshalb kannst du sagen, nicht, da kann man schon sagen, so nicht, also die höchste Wahrheit von dem, was du im Äußeren siehst und erkennst, ist im Einheitsbewusstsein, wo keine Trennung mehr ist, nicht? Jetzt doch, jetzt wollte ich denn doch mal, aber es passt ja auch gut, es ist ja der Tag der höheren Bewusstseinszustände, nicht? Also wir haben jetzt, und jetzt erkläre ich mal, was das Einheitsbewusstsein ist, um das Bild nochmal genau zu verstehen. Und das zeige ich es dir nochmal. Das Einheitsbewusstsein ist die Einheit von deinem Geist mit den Objekten, mit der Essenz der Objekte, die du wahrnimmst. Das ist keine Trennung. Wir kommen dahin, wenn wir jetzt hier schon regelmäßig meditieren, nicht eintauchen, das vedische Mantra so entsprechend, wie du es bekommen hast, auch bei der Einweisung nicht genau sich daran hältst, so. Und dann willst du immer, geht dein Geist automatisch in die Transzendenz oder erkennt sich als die Transzendenz, erkennt sich als sich selbst, als den reinen Geist. Und dieser reine Geist,
der wird jetzt, der ist sowieso immer da. Und diese Erkenntnis kommt jetzt dadurch zustande, weil du dein Nervensystem durch Hilfe der transzendentalen Meditation reinigst. Nicht? Stress und Verspannung gehen raus und dann erkennst du immer mehr, dein Geist ist nicht das, womit du dich identifizierst, sondern du erkennst dich, wenn die Formen alle weg sind, dass dein Geist der reine Geist ist, wo keine Begrenzungen sind. Im Grunde genommen ist das jetzt schon auch eine Art Einheit, Erleuchtung. Nicht, was ich vor dir jetzt auch schon sagte, das ist reine Erleuchtung, was du auch erfährst. Nicht? Wenn du Gedanken gehen weg und so still ist, so Stille wird tiefer und so. Und das ist die reine Transzendenz. Wir sprechen nicht von Erleuchtung, weil wir sprechen erst dann von Erleuchtung, wenn das nicht, uns nicht mehr verloren geht, immer da ist. Nicht immer, egal ob wir denken, sprechen, fühlen oder so, dass die Einheit immer da ist. Dann ist Erleuchtung. Und wir kommen jetzt dahin zu der Erleuchtung. Also erst müssen wir mal anfangen mit der transzendentalen Meditation. Das ist die Voraussetzung. Dann müssen wir uns an den Anweisungen des Lehrers, was ich dir jetzt gesagt habe, während der Einführung, nach der Puja, wie du mit dem Mantra umzugehen hast. Das ist die zweite Voraussetzung. Das dritte ist, denn wenn du jetzt morgens und abends regelmäßig deine 20 Minuten meditierst, dann wird diese Transzendenz immer mehr auch in der Aktivität erfahren. Nicht die Stille. Und dann passiert das, was du so schön gesagt hast, dass Stille und Aktivität gleichzeitig, das ist das reine Bewusstsein mit der Aktivität. Das nennen wir kosmisches Bewusstsein. Und wenn ich dich jetzt anschaue, dann bin ich so der Beobachter, so sehe dich und ich sehe dich, und aber ich bin getrennt von dir. Ich erfahre dich von mir getrennt. Ich bin der Beobachter. Der Beobachter ist da und das Beobachtete. Und die Verbindung von beiden ist da. Wir sagen da auch Rishi, Devata und Chandas. Der Wahrnehmende ist da, das bin ich jetzt, und schaut dich an, das Objekt meiner Wahrnehmung. Und die Verbindung zwischen uns beiden, das ist eine Energie. Nur dadurch ist eine Beobachtung möglich. Und jetzt ist aber noch Trennung da. Das ist der Wahrnehmende, das Objekt der Wahrnehmung und die Verbindung von beiden. Und das haben wir im kosmischen Bewusstsein, ist das so, ich bin jetzt getrennt zwar und ich beobachte und so, dann haben wir das. Und das ist aber noch keine Einheit von dem Wahrnehmen, von dem Objekt der Wahrnehmung und die Verbindung zwischen beiden. Es ist immer noch Trennung. Kann man alles drei getrennt betrachten. Und jetzt, dadurch, dass wir immer jetzt so uns durch erstmal die Meditation als erstes hatten und jetzt passiert auch, ab dem kosmischen Bewusstsein erfährst du, dass dein Herz immer mehr offen wird, dass deine Liebe immer stärker wird, dass deine Gefühle immer intensiver werden, dass du ein stärkeres Mitgefühl hast, dass du die Menschen viel besser verstehen kannst und dass du jetzt spürst, boah, der Roland, mein Partner, boah, ich werde so eins mit ihm, so, oder ich fühle mich so in der Liebe jetzt, wenn ich ihn sehe oder wenn ich ihn höre, so, wenn ich mit ihm telefoniere, dass jetzt merkst du, boah, das ist so eine Verbindung da. Ich nehme euch beide mal gerade, weil das so schön bringt mich so mehr in den Fluss hinein, als wir das so abstrakt darzustellen. Ich sehe deine Tränchen schon ein bisschen so da gerührt. Ja, ganz schön. Ja, und das, weißt du, aber ihr seid immer noch getrennt. So, solange, ich gehe mal nur von dir aus, nicht noch nicht Roland, ist so eine Nähe. Wenn solange du der Beobachter bist von Roland, bist du getrennt von Roland. Das ist also nicht das Gelbe von Ei, sagen wir mal, und noch nicht das Höchste, was wir gerne wollen in unserer Entwicklung. Und jetzt aber dadurch, dass du deine Liebe immer stärker, du schmeckst, boah, vorher im kosmischen Bewusstsein, wo nur der Beobachter da ist, das ist ja Trennung. Und da ist die Liebe noch nicht so groß. Wenn du beobachtest, ist nicht viel Liebe da. Bist ja getrennt, nicht? Trennung ist nicht so das Höchste an Liebe, was du erfahren kannst. Und jetzt aber durch deine Liebe, die jetzt wächst, nicht ab dem kosmischen Bewusstsein, kriegst du auch richtig Fahrt drauf. Und dann wirst du wirst dein Herz immer mehr entwickeln, immer mehr. Und du spürst immer mehr, deine Gefühle werden intensiver und alles so. Und du siehst die Welt, wie du auch sagst, du siehst die Welt anders, hast du ja selbst gesagt. Du siehst die Umgebung schon anders. Weil deine Herzqualität, und das spüre ich auch nicht, sonst könntest du gar nicht so gerührt sein, hier bei diesen Darstellungen, die ich mache. Ich habe schon so oft gesehen, dass deine Tränen kullern und so, dass du gerührt bist von. Nee, du bist so in diesem wunderbaren Zustand, wo so diese Offenheit auch da ist für das, was ich jetzt sage oder was da ist. Ja, und diese Gerührtheit drückt aus, nicht? Du hast so viel Herz schon entwickelt
Und das ist die Voraussetzung dafür, dass unser Nervensystem sich weiter verfeinert. Weil durch die Liebe geschieht jetzt Folgendes. Die Trennung hört auf. Die Beobachtung hört auf. Der Beobachter, nicht der du bist jetzt, so, du siehst die Welt und bist getrennt. Und der hört jetzt auf. Und du siehst immer jetzt, was passiert. Das Subjekt, du, der Beobachter, und das Objekt, nicht das, was jetzt so getrennt ist von dir, das wächst jetzt zusammen, wird immer mehr näher, immer mehr. Durch deine Liebe. Und das ist so schön, Frauen, die Kinder haben, die einen Mann haben und so, und diese Liebe dann da auch entfalten können, nicht? Und dann morgens und abends sind immer noch meditieren und so, nicht? Und erfahren, wie die Liebe jetzt stärker wird. Die erfahren jetzt so, dass diese Trennung aufhört. Du fühlst dich immer mehr mit Roland vereint, auf allen Ebenen, geistig, körperlich, alles, überall. Mit Trennung ist nicht so viel Liebe, aber durch die Liebe zueinander wächst diese Liebe und die Trennung zwischen dir und Roland, zwischen deiner Wahrnehmung und dem Objekt deiner Wahrnehmung wird kleiner, kleiner, kleiner. Die verschmilzt jetzt immer mehr, immer mehr. Und das macht nur die Liebe und die Hingabe. Du hast den Boden in der Meditation dazu geschaffen, dass jetzt dein Herz sich voll entfalten kann und durch dein Herz, nicht durch die Liebe, die jetzt geweckt wird, mehr und mehr durch dein Herz, durch deine Empfindung, durch das Fühlen, Sehen, Schmecken, wird immer mehr Liebe erzeugt und das führt mehr und mehr dazu, dass diese Trennung aufhört zwischen dem Beobachter und dem Beobachteten. Und das ist so ein Hinweis für Einheit. Und jetzt, Maharishi hat das jetzt nochmal so unterschieden, er geht nicht direkt zum Einheitsbewusstsein, er geht, hat noch eine Zwischenstufe. Er sagt, wenn wir die feinste Wahrnehmung haben, ganz wichtig, wenn wir die allerfeinste Wahrnehmung haben in den Objekten, die wir beobachten, nicht? Wir beobachten die Objekte und jetzt dadurch, dass unser Nervensystem immer feiner wird immer feiner, Stress und Verspannung sind weniger geworden, nicht? Und wir erkennen immer mehr durch unsere Sinne, die sich jetzt auch verfeinern, erkennen wir immer mehr von den Objekten, mit denen wir uns auch früher identifiziert haben. Ab dem kosmischen Bewusstsein gibt es keine Identifizierung mehr. Aber jetzt erfahren wir, dass wir feinere Ebenen der Objekte mit unseren Sinnen wahrnehmen. Und das geht so weit, dass wir die aller feinste Ebene der Objekte wahrnehmen, die eigentlich letztlich ein Licht ist, ein strahlendes, göttliches Licht. Anfangs haben wir das nur in uns, dieses Licht, das reine göttliche Licht. Und dann erfahren wir auch in den Objekten, in der Essenz der Objekte erfahren wir dasselbe Licht, das in uns ist. Aber die Vorstufe, aber wir sind noch immer noch getrennt. Nicht? Wir sind immer, obwohl das Licht jetzt schon so intensiv ist. Und ich habe es erzählt auf dem vorhergehenden Video von Ramakrishna, der, als das Licht, als er den Segen von der Göttin Kali bekommen hat, da ist er dieser Funke rübergesprungen von diesem göttlichen Licht. Und er hat sich als Licht erfahren. Sein Geist war schon Licht und dann kam der Körper noch dazu und dann war das die Strahlkraft so groß, dass alle Leute geblendet waren von diesem Licht. Und das ist Erleuchtung. Das ist jetzt noch nicht 100% Erleuchtung, das ist schon die Vorstufe von der absoluten Erleuchtung. Da hört alles schon auf, so die Form und so, die fangen an sich zu verschmelzen, aber es ist immer noch Trennung. Und das nennt Maharishi Gottesbewusstsein. Weil immer noch wie im Gott, im kosmischen Bewusstsein, der Beobachter da ist. Der Beobachter, der ist da, weil er sich noch von dem Objekt seiner Beobachtung getrennt fühlt und sieht. Und das nächste, jetzt aber Gottesbewusstsein, das ist traumhaft, weil im Gottesbewusstsein, da hast du diese reine Intelligenz, die sich jetzt in deinen Tun und deinen Handlungen ausdrückt, die du erfährst. Die kann jetzt voll zum Vorschein kommen, in deinen Formen, auf den allerfeinsten Ebenen der Formen. Da sind auch die Götter, deshalb Gottesbewusstsein. So Krishna, alle, Maharishi, Gurudev,
Alle sind sie da, auf der allerfeinsten Ebene. Das ist nicht so wie ein Tropfen im Ozean, der sich jetzt vereint hat mit dem Ozean, ist nichts mehr da. Nein, Marishi ist die allerfeinste Form, die wir zwar nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen können, aber sie existiert. Bestimmten Schöpfungsebene ist aber da, aber auf der göttlichen Ebene. Das heißt, die Individualität von Marishi ist da, die Individualität von Gurudev ist da, die Individualität von Shankara ist da, die Individualität von Jesus ist da, die Individualität von Jehova ist da. Alle sind sie da und die klönen miteinander, wie wir das hier jetzt auch gerade machen, liebe Irene. Die tauschen sich auch aus. Nicht? Die hören jetzt zu, wie der Peter Flint jetzt über das Absolute hier spricht und über sie sich spricht. Nicht? Wenn du Jesus sprichst, von Jesus sprichst, nicht? Das spürt Jesus. Wenn ich jetzt von Marishi spreche, das spürt Marishi. Jetzt bei den ganzen Videos, die ich hier mache, jetzt so, dass Marishi zugegen, der ist nicht weg von mir. Nicht? Ich spüre, dass Marishi spricht. Erfahre ich. Der ist da. Und deshalb machen wir auch die Puja. Nicht? Da werden sie alle eingeladen. Alle die großen Heiligen, die werden eingeladen. Und die sind da. Die sind in dem Raum da, wo ich die Puja mache. Ist sie da? Sind sie da? Weil ich nenne sie alle bei ihrem Namen. Und in Sanskrit. Nicht? In Sanskrit werden die alle aufgerufen. Und in Sanskrit, die höchste Sprache, die reinste Sprache. Da kommen sie alle und sind da. Und deshalb ist die Puja so was Schönes, so was Heiliges, wo jetzt dieses heilige Wort so an demjenigen geht, der bereit ist und offen ist und der reif dafür ist. Nicht jeder ist bereit dafür, diese hohe Schwingung, die in dem Wort, in dem Sanskrit-Wort, in dieser Schwingung des Mantras ist. Nicht? Da muss man auch dafür da sein. Nicht? Und deshalb ist es gar nicht so schlimm, dass nicht so viele Leute kommen, nicht? Weil die haben noch nicht das Bewusstsein, jetzt hier mit diesen hohen schwingenden Schwingungen umzugehen und zu erfahren und genau das zu erleben, was ich jetzt hier erzähle, dass Marishi da ist. Gurudev da ist. Die Engel, alle sind sie da, nicht? Da ist keiner weg, nicht? Die sind alle hier. Alle da, nicht? Und wenn du deine Aufmerksamkeit darauf hast, nicht? Und dann spürst du ja auch, und bei der Puja spüre ich alle immer, die sind alle da, sie sind in mir, die sind um mich herum und so. Und können auch sogar konkrete Gestalt vor dir, konkrete individuelle Persönlichkeiten erscheinen. Nicht? Und genauso, weil ich jetzt das sage, und deshalb sage ich das, Irene, das betrifft dich genauso. Du bist nicht weg, wenn du den Körper abgibst. Natürlich ist es, du bist auf feiner Ebene, du hast noch deinen feinstofflichen Körper, wir haben ja viele verschiedene Körper, Astralkörper, göttliche Körper, alles haben wir, Lichtkörper. Und die sind alle jetzt schon da, die sind da. Aber wir sehen sie nicht so, weil uns wir noch nicht in diesem reinen Bewusstsein sind. Wir sind immer noch so auf dieser gröberen Ebene. Aber das verfeinert sich auch und dann können wir auch unsere und auch andere feinere Körper sehen. Und wir können auch Gurudev und Marishi sehen oder auch kommunizieren, nicht? Hat Marishi uns selbst gesagt, so auf dem Purusha in Bhopal, wo er sagte, nicht, warum wollt ihr denn nur mit den Menschen, die euch umgeben, kommunizieren? Ihr habt doch die Möglichkeit jetzt mit den Göttern, mit Indra, mit Vishnu, mit Shiva, mit Brahma, mit allen kommunizieren. Und diese Kommunikation ist doch nicht auf so einer groben, vergänglichen Ebene, sondern die ist auf einer Ebene, die göttlich ist. Und guck mal, und was auf der göttlichen Ebene ist, du kannst dir gar nicht keine Gedanken davon machen, wie unendlich viel mehr diese Kommunikation auf dieser göttlichen Ebene ist. Kommen mir selbst schon die Tränen, ich sehe deine Tränen schon wieder fast kommen. Ja, aber ja, du inspirierst mich dazu, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, jetzt so zu sprechen, ich habe es noch nie gemacht so. Und schon gar nicht auf so einem Vortrag hier so, um die transzendentale Meditation zu vermitteln. Aber alles darf sein. Wir müssen gar nichts wegtun. Nicht? Und wir müssen auch nicht Worte wegtun. Wenn die Gedanken kommen, die Worte, die kommen ja bei mir und auch bei anderen, bei dir auch, kommen ja nur zeitgerecht, wenn sie es anstehen. Nicht? Und du hast jetzt vielleicht auch den Boden dazu bereitet, dass diese Worte anstehen. Und die kommen genau zum richtigen Zeitpunkt, dass nichts verkehrt ist. Kann dir jemand sagen, du, oh, das hättest du nicht sagen dürfen, das sagt man nicht und schon gar nicht auf dem TM-Ausbildungskurs und so nicht. Alles Unsinn. Du sagst das, was kommt zu dir und das ist die Wahrheit, nicht?
Und wenn ich sage, Marisch ist da, die anderen werden sagen, mal um Gottes Willen, wie kannst du das sagen? So, und die Marisch hat doch gesagt, so, wenn Gurudev sich da so als bewegt auf dem Bild, nicht so, das ist eine Illusion, nicht, dass deine Fantasie ist, deine Vorstellung. Ich sage das jetzt nur, weil ich das schon oft gehört habe. Für mich ist das nicht so. Wenn Gurudev sich bewegt, ich sehe ihn auf der Puja, wenn er den Puja macht, dann sehe ich, der ist nicht tot. Ich sehe das Bild von mir und er bewegt sich. Und es ist lebendig für mich so, nicht? Ist nicht tot, ist nicht nur ein Bild. Ich sehe ihn als Individuum, als Person, nicht als Tropfen im Ozean. Das hatte ich auch. Ich hatte lange Zeit immer gedacht, Maharishi, seine wahre Natur ist das Absolute, was auch richtig ist. Und die wahre Natur von Gurudev ist richtig, das Absolute. Und da habe ich immer nur den absoluten Dinge gegeben. Bis dann später irgendwann mal, vielleicht ist das so Gottesbewusstsein oder irgendwas, spielt auch keine Rolle, ist mir auch nicht wichtig, dann kam so, dass ich dann tatsächlich sehe, dass Gurudev nicht tot ist. Dass er existiert. Und dass er auch jetzt existiert. Klar habe ich gelernt und so gehört, so nicht alles erleuchtet, der kommt nie wieder und der ist wie ein Tropfen im Ozean, den kann man nicht wieder aufholen. Aber Maharishi hat uns selbst auf dem WKI-Kurs, das ist der Kurs für Wissen, jetzt WKI heißt Wissenschaft der kreativen Intelligenz, da hat er uns gesagt, da hat jemand die Frage gestellt, und das passt jetzt genau da rein, nicht, dass die alle da sind. Da hat jemand gefragt, so, Maharishi, das war ein Brunnen, wo ich den WKI-Kurs machte, so 3 bis 4 Wochen, da, wo man alles lernt, so nicht wie die Natur ist und wo die Natur herkommt, was ich dir jetzt auch alles erzähle, liebe Irene. Das haben wir so das ganze System, also jeden Tag von morgens bis abends haben wir das gelernt, gehört und so und meditiert, transzendiert immer so. Und dadurch wurde das alles so eins mit uns. Ja, und da hat jemand gefragt, Maharishi, waren wir schon mal zusammen, diese Gruppe mit dir, hier in diesem Raum? Der Maharishi ist so in sich gegangen und sagte ihm ja. Diese Aussagen, solche Aussagen, die sind nie an mir so vorbeigegangen, obwohl ich sie damals nicht wirklich verstanden habe. Heute verstehe ich sie. Als ich den Kurs machte, das war ja die Voraussetzung, um den TM-Lehrer zu werden, das war so ein Vorbereitungskurs, nicht? Und danach bin ich ja direkt auf den, das war im Dezember, und danach bin ich direkt nach Westende gefahren mit dem Zug. Von dort aus direkt nach Westende und habe dann meinen TM-Lehrer-Ausbildungskurs da 3 Monate gemacht. Und aber die Antwort war dann so, und ich habe immer wieder darüber nachgedacht, und so mache ich alles, was ich vom Maharishi gehört habe. Und ich finde immer, ich habe nie sagen können und nie gesagt, Maharishi hat etwas verkehrt gesagt oder so, was viele machen, so, weil sie in ihrem Geist sind. Die haben verloren den Kontakt zu sich selbst und damit auch zu Maharishi. Und so, weil Maharishi ist ja das Selbst. Gurudev ist das Selbst. Und du, Irene, bist auch das Selbst. Wir sind alle das Selbst. Nicht? Nur wenn wir zu sehr in diesen Kreislauf oder Denken gehen, nicht, wo das nicht Selbst ist, wo wir uns identifizieren, ja, dann verlieren wir das Wissen, wovon du gerade gesprochen hast. Nicht? Was bei dir auch da ist. Nicht? Das reine Wissen, nicht? Das bei dir da ist. Und das kommst du nicht. Und du sprichst vom Wissen. Nicht? Und das ist das Wissen. Maharishi ist das Wissen, Gurudev, alle, Jesus, alle, Jehova, alle sind das Wissen in der absoluten Stille und in ihrer Form, in ihrer reinsten Form, wo ich sagte, wo Maharishi uns sagte, warum wollt ihr nicht mit Shiva, mit Indra und so kommunizieren? Habt doch die Möglichkeit, nicht? Verschwendet eure Zeit nur mit oberflächlichen Dingen, nicht? Und lauft dann von einem Objekt zum anderen. Der Mann von einer Frau zu anderen, die Frau zu einem Mann zum anderen, von all den Objekten, die kommen und gehen und haben vergessen, wer sie sehen. Nicht? Und das ist jetzt, und das mit der transzendentalen Meditation kommst du jetzt wieder dahin. Und dann redest du nachher genauso, wie ich das mache. Ja. Muss ich überhaupt tot lachen, wenn ich jetzt sowas sage. Nicht? Ja, aber so ist das. Nicht? Ja, und dann, also jetzt sind wir jetzt gelandet beim Gottesbewusstsein. Gottesbewusstsein, kurze Wiederholung. Erstmal meditieren, immer schön transzendieren, dann die Transzendenz in die Aktivität bringen und dann sehen, dass diese Transzendenz, diese Stille, die Stille des reinen Seins, die Stille von deinem Geist, von deinem stillen Geist, dass die nicht mehr verloren geht. Und dann, wenn das nicht mehr verloren geht, dann hast du das kosmische Bewusstsein. Und das kosmische Bewusstsein, da ist die Basis für die wahre Liebe. Vorher ist überhaupt keine Liebe da. Und es ist immer so, ja, ich schenke dir jetzt ein paar Rosen nicht hier.
ich schenke dir ein paar Rosen, nicht so, und du kochst mir jetzt ein schönes Mittagessen, die Bärin, nicht? Ich habe ja Rosen gegeben, nicht? Und das ist immer so, auf der Oberfläche ist so, nicht so, ja gut, hier nicht, du wäschst das Auto und dann haben wir einen schönen Sex, nicht? Ja, immer so, so auf der groben Ebene, nicht? So, ich tue etwas und dann will man was wieder haben. Und dann benutzt man den anderen. Jeder benutzt den anderen, solange er nicht in sich selbst ruht. Alles Geschäfte, nicht? Alles, so, nicht? Die ganzen Beziehungen, die stehen alle auf dem wackeligen Bein. Eigentlich sind das gar keine wahren Beziehungen, nicht? Die Beziehung hört sowieso nachher auf, wenn du in der Wacht bist, wenn du im Einigungsbewusstsein bist, da gibt es keine Beziehung. Da gibt es eine schöne, wunderschönes Zusammensein. Wir können auch sagen Beziehungen und das ist mein Mann und wir sind verheiratet, kannst alles sagen. Aber in Wirklichkeit ist da keine Beziehung. In Wirklichkeit ist das ein, bist du ja ich. Ich bin du, du bist ich. Jetzt zu Roland nicht, du bist Irene und da ist Roland, aber du erkennst dich jetzt in dem Roland und dann kannst du sagen, Roland, du bist ich und ich bin du. Wir sind eins. Da ist keine Trennung, nicht? Da habe ich, glaube ich, auch nochmal so ein Schad, nicht? So, wo ich kann nochmal. Wo die aus. Hier. Guck mal, das ist doch ganz wunderbar, nicht? Das drückt das auch. Das drückt das alles aus. Noch ein bisschen zur Seite. Oh, entschuldige, ja. Kannst du jetzt alles sehen? Guck mal, das ist so, weißt du, das ist immer so eine Essenz, wenn man sich da nicht so traut, dass das erste Mal liest, dann kann man nicht erwarten, dass man es gut versteht. Deshalb sage ich nochmal ganz kurz, ich bin das nicht. Ich heißt, das ist nicht jetzt, sagen wir so, der Peter, nicht? Der Peter sagt, ich bin das. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Aber wenn ich mich erkenne als das Selbst und dann sage, ich bin das, das ist die Wahrheit. Nicht der Peter, sondern ich, das Selbst, erkennt sich als das Selbst, das. Ich bin das. Und da ist keine Trennung mehr da. Wenn du, das ist, kannst du wieder vergessen, ich musste das jahrelang hören, bis ich das auch verstanden habe. Und das nächste, du bist das, nicht? Also ich sage mal im Roland, ich, Irene, bin das im Roland. Das nicht. Das heißt, in der Essenz vom Roland ist dasselbe selbst das, was du in dir hast. Das kannst du nur sagen im Einheitsbewusstsein, wo keine Trennung ist. Vorher ist ja Trennung, nicht? Beobachter, Trennung, nicht? Das ist eine Zwischenstufe. Aber die Voraussetzung, damit du vom kosmischen Bewusstsein in das Einheitsbewusstsein wachsen kannst. Und dann sagst du, ich bin das, also ich bin. Nicht Irene, sondern ich, das Selbst. Und bin das in der Essenz von Roland. So muss man sagen. Kannst du später noch ein paar Mal anhören, das Video ist okay. Und denn du bist dasselbe eigentlich. Du bist genau dasselbe wie ich. Du bist das Selbst. Du bist das Selbst. Du bist das. Nicht du. Du bist nicht der Körper, du bist nicht der Roland, sondern du bist das reine Bewusstsein. Und du bist das, nichts anderes. Da gibt es nichts, kein zweites, da gibt es keine Form, nichts so nicht. Und all jenes ist das. Und das ist jetzt die Steigerung. Nicht? Erst bezieht man sich das auf sich selbst, auf ich ist das selbst. Dann der Roland nicht oder jemand anderes ist das selbst. Und jetzt auch alles andere, so die ganze, alles jenes, alle die ganzen Formen, nicht alle Bilder jetzt hier, die Kamera und der Peter. All das ist auch das Selbst. Und dann alles ist Atma, nicht? Das, was ich von dieses Bild, nicht hier, das passt ja, das ist es ja. Alles, siehst du es? Ja? Alles ist Atma. Alles, nicht? Das ist das, Atma ist das Selbst, nicht? Atma, alles ist das Selbst. Das ist keine Trennung. Da gibt es nur das eine und das zweite. Und dann sagt man Aham Brahmasmi, dieses hier, nicht? Aham darunter, nicht? Aham Brahmasmi. Das ist eine Aussage so in Sanskrit. Ich bin Brahman. Alle sind wir eins. Keine Trennung. Aham Brahmasmi. Das kannst du später nochmal hören. Das ist einfach nur mal so ein Wink, so, wo das Ganze hinführt. Und dann, ich bin das Universum.
selbst ist die Essenz von dem Universum. Keine Trennung. Das Universum, sag mal, die Formen und so, nicht, die gehen jetzt nicht weg, wenn du jetzt in diesem Einheitsbewusstsein sind, die sind alle da. Aber du erkennst dich als das Selbst in den Formen des Universums, aber in der Essenz. Die Formen, die kommen und gehen. Das ist schwierig zu verstehen für den Verstand, jetzt so das reine Bewusstsein jetzt auch noch zu erfahren oder so oder zu verstehen. Aber wenn du es, sag mal, wenn du es realisiert hast, das Selbst, was du jetzt ja machst und schon ganz schön hast, auch ganz viel, diese Stille, nicht so, mit der Aktivität, das kommt dann, dann erfährst du immer mehr, dass du eigentlich gar nicht getrennt bist von irgendetwas, dass du alles bist, du bist das Universum. Du bist der Roland, du bist der Peter, du bist die Tischlampe, du bist die Kamera, du bist alles, alles, was du siehst und riechst und schmeckst und fühlst. Alles bist du. Das ist das Wahre, das eine ohne ein zweites. Das ist das reine Bewusstsein. Nur das reine Bewusstsein sagt von sich selbst, ich bin Irene. Nicht der Peter sagt nicht, ich bin, der Peter sagt nicht, ich bin Irene. Das Selbst, ich, der Peter, ich bin das Selbst. Und das sagt jetzt zu der Irene, du, ich bin du. Wir beide sind das Gleiche. Und auch das alles, was uns umgibt, ist das Gleiche, ist dasselbe, nicht das Gleiche, dasselbe. Kein Unterschied. Gleiche könnte ja unterschiedlich sein, könnte nur dem Gleichen. Nein, wir sind dasselbe. Kein Unterschied. Keine Trennung, kein Beobachter. Und wenn der Beobachter nicht mehr da ist, ja, wer sieht denn? Das Bewusstsein. Das reine Bewusstsein, das, was du bist, was Roland ist, was jeder ist, was die Bäume sind, alles, alles ist das reine Bewusstsein. Und das schaut und erkennt sich, wenn er schaut, wenn der Peter, nicht Peter, das Sein, die Stille auf Irene schaut, denn der Schauende ist das Selbst, das Bewusstsein, das erkennt sich selbst in der Essenz von der Irene. Nicht? Das sind so ein bisschen so ein bisschen Beispiele jetzt, um das noch ein bisschen besser zu erklären. Nicht? Aber das muss man immer wieder. Und das kann man, der Intellekt kann es nicht verstehen, der Verstand kann es nicht verstehen, der Denker kann es nicht verstehen, das Ego kann es nicht verstehen, der Verstand kann es nicht verstehen. Und das macht es so schwierig für die Philosophen, das zu verstehen. Deshalb philosophieren sie ja 100 Jahre und kriegen keine Erleuchtung, weil sie philosophieren und philosophieren, die vergessen zu mir zu kommen und zu meditieren. Ich gebe ihnen die transzendentale Meditation und morgen, guck mal, du machst das jetzt 2 Tage oder 3 Tage nicht und dann verstehst du. Du verstehst schon ganz viele Dinge nicht und das wird immer mehr, nicht? Je mehr dies Sein jetzt bei dir ist, nicht? Und das haben wir auch gemacht. Wir sind alle zu Maharishi gelaufen, zu Maharishi, Maharishi, weil der hat uns durch seine Natur, durch das, was er ist, weil er ist ja Brahman, nicht? Er ist ja das Absolute. In seine Form erscheint für uns, damit er das Absolute, das Sein, sich durch ihn ausdrücken kann, damit wir mal verstehen, so ein bisschen so mal reinstimmen oder kapieren, wir müssen mal meditieren, wir müssen transzendieren, um das zu sein oder das zu erfahren, was Maharishi ständig hat. Darum geht es ja nur. Der Maharishi hat immer alles verkörpert, nicht? Alles, was ist, hat er verkörpert, nicht? Der hat das ganze Universum verkörpert. Alles. Durch, weil er nicht die Person ist, sondern das die reine Intelligenz oder das reine Bewusstsein oder der reine Geist. Der reine Geist hat sich durch Maharishi dann ausgedrückt und hat dann diese Form uns gezeigt. Auch die ganze Wissenschaft, der hat die ganze TM-Organisation so aufgebaut, dass die Wissenschaftler sich darüber Gedanken machen, dass die Hausfrauen sich darüber Gedanken machen können, dass Kinder die transzendentale Meditation erlernen können. Und das war immer so, alle sollten nur die TM erlernen. Und das ganze Wissenschaft, also auch alle Erklärungen und so, nicht? Es gibt ja ganz schöne Bücher darüber auch so, nicht? Auch hier nicht so, dieses Buch hier nicht heftig, Leben ohne Stress, nicht? Ganz wunderbar, nicht? Da wird auf ein paar Seiten ein bisschen für Intellektuelle dargestellt, was die transzendentale Meditation macht und was sie bewirkt und das, wie wir da in dieses reine Bewusstsein kommen. Wird so vielen Seiten, so auch wissenschaftlich belegt und so, nicht ganz schön, in so ein paar Seiten. Für Leute haben ja immer keine Zeit, nicht? Die wollen immer alles so schnell, nicht? Und das ist dann auch mal sowas hier, ganz schnell, nicht? Das kann man mal durchblättern. Und wenn jemand offen ist, dann braucht er das alles gar nicht. Der braucht keine wissenschaftliche Erklärung, du brauchst auch keine.
keine wissenschaftliche Erklärung und das ganze Gedöns und ich und jahrelang drüber reden ich und dann nochmal, ich muss das mal prüfen, ich muss mal die Stille messen und so, muss den Hautwiderstand messen, muss mal erstmal EKG machen und dann meditieren und dann wieder messen. Ist alles für diejenigen, die im Ego sind, die völlig in der Unwissenheit sind, die überhaupt kein Wissen haben. Für die ist es gut. Aber dann kommen sie in das Wissen und erklären und erfahren das Wissen und dann werden sie weise. Nicht auf der Grundlage des reinen Wissens, nicht? Also die, ich meine dieses, nicht dieses Wissen so an der Oberfläche, das, was sie alle so haben, so nicht an der Oberfläche, das ist ja nicht das Wissen. Das Wissen ist ja das, wovon du gesprochen hast vorhin, nicht? Wo alles weg ist. Ja. So ist das, nicht? Muss man ja gerade mal gucken. Die machen jetzt sofort Schluss. Irgendwann ist es lang geworden, es tut mir leid, dass es so lang geworden ist. Und ich denke, du brauchst jetzt auch deine Ruhe. Aber jetzt ist der, wir können mal einmal hier so durchforsten hier mit all den kleinen Zettelchen. Ich habe jetzt die Fragebogen gar nicht mehr hier. Verstanden. Aber vielleicht sagst du, das ist auch wieder so ein Zeichen für mich. Dann muss ich mir gar keine Gedanken machen, wenn der Fragebogen jetzt weg ist. Weil, was willst du denn noch, was soll ich noch fragen? Ist ja alles drin, nicht? So, ich habe schon alles gemacht, nicht? Und du hast auch alles verstanden, nicht? Aber trotzdem komisch, nicht? Oder liegt er schon wieder auf der Erde? Ach hier, ja, tatsächlich, der hat sich schon verabschiedet hier, nicht? Der sagt, die Irene braucht das nicht mehr. Warum willst du da noch lange Fragen stellen? Nicht? Die weiß das doch schon alles nicht. Ja, ist doch so, nicht? Und mal sehen, ich will mal gucken, ob ich noch einen Punkt habe, der uns zum Abschluss was sagen kann. Haben Sie irgendwelche Anzeigenkurse? Okay. Haben Sie eine Verbesserung in Ihren Beziehungen zu, oder zu anderen festgestellt? Das ist nochmal eine praktische Frage. Du hast jetzt ja meditiert, bist in die Stille gekommen. Hast du bei dir in deiner Beziehung zu Robert oder so, zu anderen Leuten, auch so Kinder oder so, was bemerkt? Oder die haben etwas bemerkt bei dir? Durch die Stille und durch diese, was wir auch gesagt haben, Beobachterrolle, ja. Passieren ja die Dinge langsamer. Ja. Dann kann ich klarer sagen, auch den Illusionen, die sich jetzt aufzeichnen, nein. Weißt du, ja. Du musst das, nein, ja. Ich bleibe hier offen, es ist nicht die Wahrheit. Aha, schön. Ja, also nur weil es sich für mich so aussieht und weil es sich so für mich aufbaut, ist es noch nicht die Wahrheit. Richtig. Und ich kann dann in der Liebe bleiben. Ach, ganz schön. Oder in die Liebe zurückkommen. Ach, ganz schön. Und dann verändert sich mein Umfeld. Ganz schön. Und da, wo sich erstmal anbahnt Streitigkeit, ja. Dadurch, dass ich im klaren Bewusstsein bin, so ja. Okay, ja. Und sage Nein zu diesen Illusionen und schaue wieder auf fokussiert mit Liebe, und ohne diese Deckel, ja, ja. Verändert sich das Ganze und die Situationen verändern sich in die Harmonie. So. Ach, ganz schön. Ach, ganz schön. Oh, guck mal, das sind ja ganz starke Veränderungen oder so. Hast du das früher schon mal so mehr auch so erfahren? Oder? Hattest du auch schon früher? Ja, das denke ich mir. Ja. Sonst hättest du jetzt nicht diese reinen Erfahrungen. Und das wird jetzt gefördert noch, dadurch, dass ja. Du jetzt direkt nicht, also nicht so tagelang irgendwie mal so vielleicht Stress hast oder wieder mal einen Tag gut und so. Jetzt machst du es ja jeden Tag morgens und abends, nicht 20 Minuten. Und dadurch wirst du erfahren, dass das, was du jetzt schon hast, so verstärkt wird, nicht? Vertieft wird. Nicht? Also gratuliere nicht. Also toll. Nicht? Also, ja, das, der Zeitpunkt war einfach da für dich, nicht diesen Weg zu gehen. Haben Sie jetzt das Gefühl, dass Sie verstanden haben, wie man meditiert? Gute Frage, ne? Jetzt in dem, wo du schon jetzt von höherem Bewusstseinszuständen so viel erzählt hast. Du weißt, verstehen und erfahren sind so. Ja. 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 Ja? Ich meine es zu verstehen, wovon ja. Du sprichst. Aber ich will mir nicht, dass so. Ich verstehe nicht alles, wovon du redest. Musst du auch nicht, ja. Ja, aber. Weißt du, mit meinem Verstand, aber ich kann dir sehr, sehr leicht zuhören und ich verstehe etwas in mir, verstehe. Ach, ganz schön. Ja, das ist eine Resonanz. Genau, aber ich kann nicht alles mit meinen Gedanken fassen. Nee, ja? Kannst du nicht. Aber ich verstehe, dass all das Wissen, was du gerade gibst ja. Und auch sagst, dass das
Ja, ganz Ja, schön. ich kann es jetzt aber noch nicht mit Worten fassen und das so weitervermitteln. Das Ja. braucht es auch nicht. Nein, Also musst du auch das nicht. Nein, weißt du, das kommt alles ganz spontan. Ich habe meine Mutter eingeführt, nicht? Und die hat, und auch meine Großmutter, die haben beide nichts verstanden, nicht? Aber meine Großmutter, die war da interessiert, die Wissenschaft vom Sein, das ist ein sehr schönes Buch von Maharishi Mahesh Yogi, von meinem Lehrer. Vom Salz? Das heißt, die Wissenschaft vom Sein, die Kunst des Lebens. Also würde ich auch sehr raten, dass diese beiden Bücher, die Bhagavad Gita von Maharishi mit seinen Kommentaren, und sehr, sehr gut. Es gibt jetzt 7 Kapitel darüber. Also nicht ganz ständig, die ganze Bhagavad Gita hat ja 24 Kapitel. Aber es ist ganz toll zu lesen und auch zu verstehen, die eigenen Erfahrungen zu verstehen dadurch und dann auch so das zu integrieren. Und dann eben die Wissenschaft vom Sein, das so im täglichen Leben, das spricht man von der Kunst des Seins, die Kunst des Lernens, die Kunst des Hörens, die Kunst des Sprechens und so. Und dann macht er immer so ein Training auch so, dass der Geist immer wieder auf sich selbst bezogen wird, nicht so. Und das ist auch ganz gut, nicht? Und gerade wenn man so auf dem Weg ist, nicht, kann ich die beiden Bücher nur empfehlen. Ganz toll, ganz schön. Aber so, weißt du, was du jetzt diese Frage so nicht, das so sicher, du hast es verstanden mit der Meditation, das habe ich auch in den anderen Fragebögen und so gesehen, dass du das alles so gut verstanden hast. Und das Wichtige für mich ist ja, das Wichtigste für mich ist ja jetzt so für diesen Kurs, nur dass du transzendierst und dass du da nicht irgendwelche Probleme dir schaffst oder so, oder wo das mit Transzendieren nicht stattfinden kann. Weil viele Leute haben ja so andere Techniken gemacht und jetzt fangen sie an mit der Meditation, mit der TM. Und dann haben sie manchmal das Problem, mit ihren alten Techniken aufzuhören. Die vermischen das dann mit der TM und da muss ich halt immer ein bisschen aufpassen, dass sie es nicht machen, nicht wieder irgendwelche Formen hineinbringen, weil das behindert dann das Transzendieren nicht. Und das ist das A und O. Weil die Technik und so ist ja alles perfekt, da muss nichts dran gemacht werden, nicht? Und kann man ja auch nicht. Das geschieht einfach automatisch alles, das Meditieren. Aber wenn jemand im Geist zu stark ist, so nicht wie Intellektuelle, nicht, oder lange studiert oder haben Doktor, Professor und so, nicht, stellen was in der Gesellschaft dar, scheinbar, ist alles scheinbar, nicht alles, ich will nicht sagen, ist alles Lügen, aber im Grunde genommen ist es auch alles Lügen, ja, egal. Und die haben da ein bisschen mehr Probleme jetzt als du oder andere, weil die sich zu sehr da mit ihrem Geist wieder reinbegeben, nicht? Und das verhindert das Transzendieren nicht. Ja, ich glaube, mal gucken, mal die letzte Frage nochmal. Erkennen Sie, dass eine regelmäßige Überprüfung wichtig ist? Ah, so eine Ausnahmefrage. Also, das heißt, dass die Meditation, die du jetzt praktizierst und jetzt vor ein paar Tagen gelernt hast, dass es da auch notwendig ist, dass man sich mal wieder überprüfen lässt, nicht? Weil, was ich gerade sagte, es kann leicht passieren, nicht, dass man alte Geschichten oder so reinbringt. Und dann die Technik, die wunderbare Technik, so wo die Puja da ist und so, und wo das Mantra übergeben wird und die ganzen Anweisungen dazu, und was alles total absolut notwendig ist, damit man gut meditieren kann. Und die ganze Stresslösung, was ich da erklärt habe, so nicht, wie Stresse da wieder aufgelöst werden, Waschmaschine, dass man das versteht, was weißt du, und da kann immer wieder, deshalb macht man auch mal so alles 14 Tage, nicht, oder 10 Tage, so ein Checking, so eine Überprüfung vom Mantra auch, und dann, wenn man auch Bedürfnis hat, das Mantra zu überprüfen, nicht. Und dann ist das alles ganz wichtig und notwendig, damit man wieder, wenn man es vergessen hat, dieses Ganze, was ich hier so erzählt habe, auch, ist mir auch so gegangen, ist kein Vorwurf, ich habe alles vergessen, ich wusste noch nicht mal, dass ich so einen Informationsvortrag hatte, wie jetzt du jetzt bekommen hast. Aber ich habe den noch nicht so bekommen, wie ich den jetzt dir gegeben habe und so und auch den anderen, ja, die ja jetzt hier zuhören. Das ist eine ganz andere Geschichte, die jetzt hier abgegangen ist, nicht? Also bei mir war es anders. Aber ich habe alles vergessen, nicht? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich den überhaupt einen hatte. Das ist natürlich auch ein paar Jahre zurück, das war 1972, am 6. Mai 1972. Und mein Geburtstag, merkt ihr auch diesen Einführungsdatum, merkt ihr das ruhig, ist dein Geburtstag, dein spiritueller Geburtstag. Ja, aber das ist so, unser Geist ist so, der vergisst alles und deshalb müssen wir immer wiederholen, wiederholen. Die Tochter von Roland sagte mir, ja, Peter, du erzählst ja immer das Gleiche, so, nicht? Sag ich, ja, hast recht, ich erzähle nichts anderes, nicht? Immer das Gleiche, nicht? Aber die Frage hast du auch gestellt mit der Atmung oder so, nicht? Die hast du auch gestern auch schon mal gefragt oder vorgestern. Ja, und sag ich, ja, aber ist so, muss man immer wieder fragen, damit wir auch Vertrauen haben zu uns selbst, dass wir richtig meditieren, nicht? Und dass wir auch das Wissen dann mehr und mehr bekommen,
was die TM bewegt, nicht, und wo es uns hinführt, nicht, das, was ich gemacht habe mit höheren Bewusstseinszuständen heute, ist alles ganz gut, aber können wir auch vergessen. Das Wichtigste ist für mich, zum Abschluss jetzt nochmal diesen Satz, regelmäßige Meditation, also morgens und abends, jetzt dann 20 Minuten, nicht, halt alles das ein, was ich gesagt habe, dass man, wie man denn die Zeiten da meditiert, nicht so, ich weiß ja nicht, wenn du noch Fragen hast, kannst du mich ja noch, nachher nochmal fragen, wenn die Kamera aus ist. Ja, und einfach so am Ball bleiben, egal was ist, so nicht, mach es wie das Zähneputzen morgens und abends, nicht, weil das ist das Wichtige, das ist noch wichtiger als Zähneputzen, nicht? Manche sind so mit ihren Zähnen beschäftigt, da hängen dann eine halbe Stunde drum, so rum und haben keine Zeit, so 20 Minuten zu meditieren, nicht? Aber für die Zähne haben wir Zeit, nicht? Oder shoppen zu gehen haben wir Zeit, nicht? Oder tanzen zu gehen haben wir Zeit, nicht? Und verschieben das mit der Meditation, und das ist ein Jammer, weil die haben alle noch nicht erkannt, was für ein tolles Werkzeug sie jetzt mit dem Mantra, mit dem medischen Mantra bekommen haben, um wirklich ihr Leben in eine Form zu bringen, die beglückend ist und erfüllend ist. Und guck mal, wie willst du Roland wirklich lieben, wenn du dich selbst nicht kennst, nicht, und deine eigene Liebe nicht kennst? Nicht, und wenn du deine eigene Liebe kennst, dann wirst du sehen, da gibt es keine Begrenzung, keinen Widerstand. Und eure Beziehung wird gefördert von allen Seiten, von den Naturgesetzen, die sind mit euch. Und da musst du nichts mehr tun. Und deshalb geschieht ja auch alles automatisch. Okay, möchtest du noch ein Abschlusswort sagen, liebe? Was dir so gerade einfällt? Vielen Dank für deine Zeit und für jedes Wort, was du gesprochen hast. Dankeschön. Ganz lieben Dank. Das freut mich. Ich freue mich auch, dass du da warst, dass wir das Video zusammen machen konnten. Oder die Videos zusammen machen konnten. So, dann bedanke ich mich auch, dass du da warst, und ich bedanke mich auch bei allen Zuschauern, dass ihr da wart und daran teilgenommen habt, vielleicht für diejenigen, die schon die transzendentale Meditation praktizieren. Vielleicht ist das auch nochmal eine ganz gute Erinnerung an das, was ihr alles wisst und schon gehört habt. Für diejenigen, die noch nicht meditieren, vielleicht ist es für den einen oder anderen Ansporn, jetzt ganz schnell damit anzufangen, kann ich nur gratulieren, meldet euch bei mir. Oder auch bei anderen Themen lernen, wie ihr mögt, wo ihr euch am besten hingezogen fühlt, wo ihr euch gut fühlt. Macht das immer, was von eurem Herzen kommt, was ihr fühlt, das ist richtig. Nicht so vom Kopf, so das Herz ist feiner. Spür einfach hinein und macht das, was für euch richtig ist. Freue mich, euch bald zu sehen, hier, dich auch wieder, Irene. Und dann geht's weiter. Alles Liebe und alles Gute für euch alle. Und wenn euch das Video gefallen hat, haltet den Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal auf YouTube und teilt das Video oder sprecht mit euren Freunden, mit eurer Familie, mit euren Familienmitgliedern über die Möglichkeit, ein Leben zu bekommen, das es in Harmonie ist, das frei von Kriegen ist, frei von Katastrophen. Frei vom Feuer, wie wir es überall erfahren, jetzt wo es überall brennt, frei von negativen Gedanken, negativen Gefühlen, frei von all dem, was uns nicht gut tut, was uns nicht gefällt. Kommt alle in die Liebe, seid die Liebe und lebt die Liebe. Alles Liebe. Jai Gurudev.